Heute aufgrund einer kleinen technischen Panne erst um 22.35 Uhr. Es ist aber immer noch der 1.9.2020. Es ist der erste Dienstag des Monats und deshalb ist eigentlich alles in Ordnung. Und jetzt Zeit für das Literaturland Thüringen auf Radio Lotte, eine Sendung des Thüringer Literaturrats. Wir melden uns ultra live aus dem Lotte-Studio am Weimarer Nike-Tempel am Goetheplatz. Und unser Gast ist der Schriftsteller Jürgen K. Hultenreich. Er ist Träger des Marburger Literaturpreises, hat das begehrte Stipendium vom Künstlerhaus Edenkoben bekommen und die Ehrengabe der Deutschen Schiller-Stiftung. Er ist der Mann, um den sich in der nächsten Stunde alles dreht. Sie werden ihn kennenlernen, seine Biografie, das eine oder andere aus seinen Werken wird er lesen. Und ein bisschen werden wir auch von seinen Musikvorlieben profitieren, denn er hat uns eine Liste mit Titeln geschickt, von denen wir einige gleich spielen werden. Gastgeber sind wir beiden, nämlich Jens Kirsten. Er ist nicht nur Literaturwissenschaftler und Geschäftsführer des Thüringer Literaturrats, er ist außerdem ein begnadeter Techniker am Mikrofon und er wird die Sendung heute Abend fahren, wie man das so schön sagt. Und dann bin auch noch ich da. Mein Name ist Christoph Schmitz-Schulemann. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Literatur und von Radio Lotte. Und ganz besonders herzlich willkommen, Jürgen K. Hultenreich. Jürgen, es ist eine große Freude für uns, dass du da bist. Du bist aus Berlin gekommen, wo du wohnst. Du bist mit dem Zug gekommen, konntest dich also unmöglich verfahren. Oder irre ich mich? Erstmal guten Abend. Ich freue mich sehr, hier zu sein in Weimar. Immer wieder ein Ereignis. Aber leider habe ich mich bei der Anreise total verfahren. Wir sind nämlich meine Freundin und ich nicht in Erfurt ausgestiegen, wo wir hätten umsteigen müssen, sondern wir landeten in Bamberg. Ja, das ist ein Stückchen weiter. Und das Studio ist auch weit davon entfernt. Aber um es gleich zu sagen, daran liegt es nicht, dass wir eine halbe Stunde später heute sind. Da haben sich ein paar andere Leute verfahren. Aber sei es drum. Sag mal, hattest du unterwegs im Zug auch eine Maske auf oder bist du Maskenleugner? Ich bin weder das eine noch das andere. Also ich höre mir die Argumente an und früh um 9 bin ich Maskenleugner, um 12 setze ich die Maske auf, 15 Uhr bin ich wieder Maskenleugner und so geht das den ganzen Tag. Das geht mir ganz ähnlich und das finde ich beruhigend, dass man tatsächlich so hin und her pendelt, hin und her gerissen ist zwischen den Dingen. Wir wollen aber jetzt ein bisschen über dein Leben sprechen. Du bist Erfurter von Geburt, Jahrgang 48? Ja, in Erfurt geboren. Und was war das für eine Kindheit? Es war eine wunderbare Kindheit. Wir waren arm, ohne dass ich das bemerkte. Heute bemerkt man ja als erstes immer die Armut und versucht, was dagegen zu unternehmen. Wir waren wirklich arm nach dem Krieg und es war trotzdem eine schöne Zeit. Und was heißt das damals, arm zu sein? Ich habe es ja nicht bemerkt. Ja. Nur meine Mutter lag mir pausenlos in den Ohren, dass wir arm seien. Aber ich hatte eine schöne Spielfläche vor mir. Ich bin in einem mittelalterlichen Haus groß geworden. Wir spielten auf den Speichern, die Nachbarskinder und ich. Und als ich dann im etwas reiferen Kindesalter zum ersten Mal eine Wiener Wurst präsentiert bekam, dachte ich, das ist Glück. Das ist Glück. Und so könnte es weitergehen. Aber vorher wusste ich gar nicht, dass es solche Würste gibt. Gab es denn Bratwürste? Bratwürste gab es auch, ja sicher. Bratwurstbattel am Domplatz. Von dem man nicht nur Gutes hört. Von dem hört man nicht nur Gutes im Nachhinein, aber auch damals nicht. Aber man hat ihm auch staatlicherseits sehr zugesetzt. Aber Bratwurstbattel hatte ein Herz für uns Kinder. Wir umstanden diesen Bratwurstrost immer 18 Uhr. Und hatten alle Lust auf diese Würste. Und die verkohlten und verbrannten, die bekamen wir dann, wenn er Feierabend macht. Die sind gar nicht schlecht, ne? Das sind die besten. Ja. Sag mal, du bist dann, wie war die Schulzeit? Du bist zur Schule gegangen, auch in Erfurt. Ja, und ich ging in die sogenannte verrufene Schottenschule, Oberschule 9 war das,
wo sich die ganzen Rüpel und Rüpelinnen der Erfurter Innenstadt versammelten. Und auch das war sehr schön, weil was ist schon ein Rüpel? Man bemerkt. Hast du einer? Ich war auch einer, ja, das stimmt. Genau. Du hast das ja in deinem Erzählband Westausgang auch beschrieben, also der fiel um die Erfurter Zeit des Nachkriegs und bis du eben erwachsen warst, Jugendlicher, beschrieben, zum Beispiel, wie ihr dem Wirt der Feuerkugel mitgespielt habt, zum Beispiel. Ja, um ein bisschen zu Geld zu kommen, machten wir Folgendes. Wir waren so eine kleine Bande, das ist, glaube ich, normal in diesem Alter, und gingen dann in die Feuerkugel, diese Gaststätte, die heute noch existiert, fanden den Zugang zu den Kellerräumen, wo die leeren Flaschen rumstanden in Kästen, klauten also diese Flaschen und verkauften sie oben in derselben Gaststätte. So bekamen wir ein bisschen zu Geld. Das war schlau, jedenfalls. Sag mal, du bist in der Schule, hast du da irgendwas mit Literatur schon zu tun gehabt? Oder? Eigentlich gar nichts. Nichts, aber ich hatte, oder wir hatten in der Klasse eine wunderbare Deutschlehrerin, Frau Köhler, an die ich mich wirklich gerne erinnere. Die hat uns Literatur beigebracht, ohne dass wir merkten, dass sie uns beigebracht worden ist. Sie war eine ganz große Goethe- und Schiller-Verehrerin. Viele hat das nicht interessiert, aber mich hat das sehr interessiert, weil sie das sehr interessant zu gestalten wusste. Also sie hat zum Beispiel sehr gern und oft auch über die Flucht von Schiller geredet. Nicht? Und das hat mich von vornherein begeistert, als Jugendlicher. So als Jugendlicher, weil es um Flucht ging? Weil es um Flucht ging und weil Schiller die ihn bedrängenden Verhältnisse verlassen wollte. Nicht? Und das konntest du mit deiner persönlichen Situation in Verbindung bringen? Allmählich wuchs ich gedanklich jedenfalls in diese auch mich bedrängenden politischen Verhältnisse hinein und traf mich also mit diesem Schiller. Nicht? Und du hast auch Schiller gelesen, bevor der Schulstoff war, im weiteren Sinn. Wir haben in der Schule selber schon Schiller gelesen, also nur die Gedichte, nichts anderes. Nicht? Und ich hatte als Jugendlicher keinerlei Veranlassung, irgendwie mal nachzudenken darüber, willst du nicht eventuell auch mal Schriftsteller werden? Das lag mir ganz fern. Nicht? Ich las gern diese Gedichte und konnte die auch sofort auswendig. Das war wirklich phänomenal. Und wenn irgendetwas zu rezitieren vorgegeben wurde, dann rief man mich auf und ich konnte das fehlerlos. Das ist aber in der Jugend überhaupt keine besondere Leistung. Also heute gelingt mir das gar nicht mehr. Wenn man älter wird, merkt man, dass es eigentlich nicht um die Form geht in allen Dingen, sondern mehr um den Inhalt. Nicht? Also heute könnte ich von bestimmten Schillergedichten den Inhalt wiedergeben, aber niemals die Form. Doch nicht mal meine eigenen Gedichte kann ich heute auswendig. Ja, dieses Auswendiglernen, Auswendigkönnen spielt ja auch in dem Roman, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen, die Schillergruft, eine Rolle, man könnte sagen, eine lebensrettende Rolle für den Protagonisten. Das stimmt. Ja. Und zwar nicht nur moralisch, sondern auch physisch. Wir wollen aber nochmal in die Jugendzeit jetzt hineinsehen. Und da gibt es in dem Erzählband Westausgang eine Geschichte, die du uns jetzt vielleicht vorliest. Welche wird das sein? Das ist die Geschichte Malzwerk mit dem Titel. Die ist entstanden natürlich in späteren Jahren, aber ich habe in diesem Malzwerk Erfurt, das mittlerweile abgerissen worden ist, gearbeitet, weil ich nach meiner Haft, nach diesem gescheiterten Fluchtversuch, keine Tätigkeit mehr gefunden habe in Erfurt. Also ich wurde immer abgelehnt mit der Begründung, ja, Sie waren ja in Haft und sind noch vorbestraft. Und diese vorbestraften Zeit erstreckte sich über 2,5 Jahre. Und ich konnte nirgendwo arbeiten. Und dann ging ich in dieses Malzwerk. Entschuldigung, noch mal eine kleine Frage zurück. Du hattest schon einen Beruf. Ich hatte den Beruf des Schaufensterdekorateurs und Schriftmalers. Den hatte ich abgeschlossen. Das und war es auch schon Hochsprungmeister?
da war ich schon längst Hochsprungmeister gewesen. Denn mit 14 Jahren, da war ich ja noch in der Schule und im statistischen Jahrbuch der DDR aus der damaligen Zeit steht, dass ich eben der Hochsprungmeister gewesen war mit einem Hochsprungrekord. Und das war natürlich für die Schule, für diese verrufene Schottenschule, wo nur Rüpel rumgeisterten, eine ganz besondere Sache. Die Rüpel konnten springen. Die Rüpel konnten springen. Und im Treppenaufgang von der ersten zur zweiten Etage war dieses statistische Jahrbuch, jedenfalls diese eine Seite, wo ich erwähnt worden bin, in einen Rahmen gehängt worden. Und da liefen alle vorbei und blieben ab und zu mal stehen und so, ach, das ist ja einer von uns. Verdient der Rüpel des Volks. Verdient der Rüpel des Volks. Ja, ja, genau. Ich habe damals noch nicht diesen Flip-Flop gesprungen, der dann später erst erfunden worden ist, sondern den sogenannten Schersprung. Also wo man Anlauf nimmt und reißt die Beine so weit wie möglich nach oben und überquert dann die Latte und knallt dann auf dem Hintern auf. Für die Hörer muss man vielleicht sagen, Jürgen K. Holtenreich ist ein sehr schlanker, jugendlicher Mensch, Jahrgang 1948, aber könnte immer noch als ein Hochspringer durchgehen. Ja, aber den Rekord von damals würde ich nicht mehr schaffen. Okay. Wie hoch war der denn? Ich glaube so 1,42 Meter. Ja. Im Scherensprung? Das hat sich ja in den Jahren bis heute natürlich nochmal gesteigert, aber für die damalige Zeit war das schon. Für die damalige Zeit war das enorm. Na, und du warst 14, 15? Ja, ich glaube eher noch ein bisschen jünger, wenn ich mich recht erinnere. Naja. Und das kommt ja auch noch dazu. Ja, vor allen Dingen ging es auch darum, den Hintern nicht so aufklatschen zu lassen. Na, und um ganz andere sportliche Leistung geht es ja auch im Malzwerk. Ja. Das werden wir aber gleich hören. Ja, also die Geschichte aus dem Malzwerk. Melden Sie sich beim dicken Moppi, erste Etage, Brigadier unserer Versandabteilung, sagte der Meister. Wie sieht der denn aus? Grauenhaft. Ich ließ den großen Hof des Malzwerks 3 hinter mir, 20 Stufen, einen Umkleideraum, 3 Duschkabinen, einen mannshohen Spiegel, vor dem ein exhibitionistischer Schornsteinfeger seine Pickel am Arsch salbte, kecker Seitenblick zu mir und erreichte inmitten eines mit prallen Säcken vollgepackten Raumes die schnaufende 6-köpfige Brigade, die ab heute für 9 Monate von 6:30 bis 16:45 meine Familie sein würde. Moppy war sofort zu erkennen. Dickbäuchiger Riese, fleischiger Kopf, Radieschennase. Er stand an einem senkrecht aus der oberen Etage kommenden Rohr mit gewölbter fußballgroßer Öffnung, um die er einen Plastiksack geschlungen hielt, einhändig. Das Rohr reichte ihm bis zur Hüfte. In der anderen hielt er eine kleine Pulle Nordhäuser. Auch als es oben in der Waage knallte und 1 Zentner Malz durchs Rohr runter und in den Sack reinrauschte. Willst du einen Schluck? Fragte er nach meiner Vorstellung, den Sack zu binden. Vielleicht nach dem Frühstück, ich habe noch nichts. Es gibt kein Frühstück, wir machen alles gleichzeitig. Wozu hat die Mensch 2 Hände? Er ließ einen der Sackkarrenfahrer am Rohr, um mir den simplen Arbeits... ans Rohr, um mir den simplen Arbeitsablauf zu erläutern. Regelmäßig alle 20 Sekunden knallte es oben und das Malz rauschte durch. Du bist vorgesehen als Sackwart, wirst neben mich stehen, sodass wir uns gegenseitig ablösen können. Kann ja mal was passieren, zum Beispiel mit die Maschine da oben. Die taktet manchmal schneller. Allein am Rohr ist man dann angeschissen. Die anderen befördern den Mist zur Rutsche und ab geht's damit auf den Hänger und nach Brasilien. Nur Export. Erfurter Malz ist beliebt, bringt Devisen. Wir haben pro Handfläche Malz höchstens 6 Malzkäfer. Üben das mal jetzt. Hast du gesehen, wie es gemacht wird? Komm. Er schob den Ersatz-Sackwart beiseite, mich an dessen Stelle, zeigte auf die gestapelten Säcke, griff den ersten, riss die zusammenhaftete Öffnung auseinander, klemmte den Sack ums Rohr und als nach dem Knall der Zentner reinjagte, stellte er ihn ab, band den Zipfel außerordentlich flink zu. Jetzt du, sagte er. Und schreiend, Frühstück. Und ich, fragte ich, denke, hier gibt's kein Frühstück. Du musst üben. Übrigens gibt's bei uns auch keinen Feierabend. Wir haben nämlich immer frei, wenn ich will. Das Malzwerk steht nicht umsonst in der Leninstraße. Da geht dich ein Licht auf. Lenin war sowas Ähnliches wie ich. Den ersten Sack brachte ich unter Moppis Aufsicht ans Rohr. Als das Malz reindonnerte, riss es mir beinahe die Arme weg. Ich ließ mir nichts anmerken. Auch der Doppelknoten gelang. Ausgezeichnet, lobte Moppi.
Inzwischen zog die Brigade, darunter zwei bekopftuchte Erfurter Durchschnittsbürgerinnen in blauen Dederondkitteln, ohne sich umzudrehen davon. Moppi folgte. »Halt!« rief ich. Er lief schneller. Über mir knallte es. Beim zweiten Sack hatte ich noch Glück, musste ihn allerdings offen abstellen. Der dritte geriet mir nur halb voll. Ich schleifte ihn neben den offenen, der prompt umkippte. Über mir knallte es. Jetzt bekam ich den Plastiksack nicht auseinander. Das Malz rauschte aus der Röhre und verbrüderte sich mit dem halben Zentner von vorhin. Über mir knallte es. Diesmal erwischte ich wenigstens wieder die Hälfte. Der Rest stieg bis über die Knöchel. Über mir knallte es. Dem sechsten Sack erging es wie dem vierten. Ich bekam die Öffnung nicht auseinander. Sie war wie zugeschweißt. Dummerweise hatte ich mir heute früh die Fingernägel geschnitten. Über mir knallte es. Auch der siebte blieb ungeöffnet. Den achten Zentner versuchte ich mit den Handflächen zu stoppen. Die Idee eines Vollidioten. Der neunte rauschte mir fast bis zur Hüfte hoch. Ich war eingekreist, kam an den Stapel nicht mehr ran. Über mir knallte es. Nummer 10, 11, 12 und 13 schoben sich bis zu meinem Portemonnaie in der Brusttasche vor. Und das für 475 Mark plus Prämie, dachte ich. Auf die Art wirst du nie eine Prämie kriegen, geschweige denn überhaupt eine Auszahlung. Im Gegenteil, die werden dir für den Schaden eine ordentliche Prämie aufbrummen. Das Malz war noch warm. Ich fühlte mich wie in der Badewanne. Über mir knallte es. Ich bückte mich schnell, um ins Rohr reinzurufen. Ausstellen, aufhören. Beinahe hätte es mir ein naja Schwein gehabt. Ich versuchte mein Glück vor dem Knall. Aufhören, aus. Aus! Der 15. Zentner erreichte meine Hemdkragenspitzen. Nun schrie ich aus Leibeskräften ins Rohr. Vielleicht war das auch schon Todesangst. Jedenfalls hörte das Knallen auf. Ich atmete schwer unter der Last, versuchte mich zu befreien. Hinter mir wurde erst gekichert, dann lauter als gelacht. Und als Moppi sagte, der neue Malzkäfer passt zu uns. Leute, dort seht ihr euren stellvertretenden Brigadier, war die Welt wieder in Ordnung. Danke. Ja, herzlichen Dank. Super Geschichte. Wir spielen jetzt einen der Titel, die du dir gewünscht hast. Lou Reed und John Cale, Nobody But You, aus dem Album Songs for Drella. Und mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass es in diesem Lied ein paar Zeilen gibt, da die haben mich gerade an das erinnert, was du gerade vorgelesen hast. Da steht nämlich in dem Lied, singt Lou Reed, die Kugel hat meine Milz und Lunge gespalten, die Ärzte sagten, ich sei weg. Im Innern habe ich einige Knochensplitter für niemanden, nur für dich. Das ist dann die Bindung in die Liebe. Ja, das höre ich zum ersten Mal. Ich kann kein Englisch. Und mir ist auch immer wichtig gewesen, dass bei solchen Titeln wie jetzt dem von Lou Reed und John Cale, ich den Text wirklich nicht mitbekomme, weil das ist für mich Arbeitsmusik gewesen. Also immer, wenn ich schrieb, jedenfalls vor vielen Jahren, und solche Musiken verwendete, war es für mich wichtig, also eine Musik, die ich nicht verstehe, abzuspielen, die meinen Rhythmus wiedergibt und oder mich in einen gewissen Rhythmus kommen lässt. Und diesen Titel, den wir gleich hören werden, den habe ich, das glaubt mir jetzt fast keiner, ein Jahr lang täglich 8 Stunden gehört. Also 8 Stunden arbeitete ich, mit Pausen selbstverständlich, aber 8 Stunden hintereinander, an einem Tag immer nur diesen einen Titel, aber über ein Jahr hinweg. Also wenn Lou Reed das wüsste, der würde mich küssen. Ja, Mitte der 1960er Jahre bist du verhaftet worden, weil du bei einem illegalen Grenzübertritt, bei einem Fluchtversuch gefasst wurdest und wurdest der versuchten Republikflucht angeklagt und anschließend, weil du dich vor Gericht mit Schiller-Zitaten verteidigt hast, es ging natürlich um Freiheit und die Richter das ja als staatsgefährdend einstuften und dich für nicht normal hielten, weil du Freiheit forderst. Also es reicht nicht aus, Schiller zu zitieren, um für nicht normal gehalten zu werden. Es muss auch noch eine Richtung haben. Mhm. Und man hat dich also in die Psychiatrie nach Pfafferode bei Mühlhausen gesteckt, aber weniger, weil man dich wirklich für krank hielt, sondern weil man mit Medikamenten versucht hat, ein Geständnis zu erpressen.
Du hast über diese Zeit mit einem großen Abstand, 2001, ist der Roman erschienen, den Roman Die Schillergruft geschrieben. Also der ist natürlich vorher entstanden, aber 2001 erschienen. Und 2013 in einer erweiterten Neuausgabe in der Edition A.B. Fischer in Berlin, deren Autor du seitdem bist. 30 Jahre Abstand ist eine lange Zeit, über so eine Erfahrung zu schreiben. Hattest du vorher schon Aufzeichnungen gemacht? Wann hast du angefangen, darüber nachzudenken, das aufzuschreiben? Und du hast ja keinen Erfahrungsbericht geschrieben, sondern einen großartigen Roman. Also für mich einen der wichtigsten Romanen über die DDR. Man hat ja vor einigen Jahren eine Reihe von ehemaligen Jungpionieren gefeiert für also untermittelprächtige Literaturerzeugnisse und dein Roman nicht die Bedeutung zugemessen, die ihm zukommt. Aber ich will mich hier nicht in Lobeshymnen ergehen. Ja, vielleicht kannst du was dazu sagen, wie der Roman entstanden ist, wie du dazu gekommen bist. Also ich war ja damals schon Schriftsteller oder bezeichnete mich als solcher. Hatte allerdings noch nicht allzu viel veröffentlicht. Das erste Buch, das ich veröffentlichte, kam 1986 raus, kurz nach meinem Rausschmiss aus der DDR. Und ich hatte keine Aufzeichnung über diese Verhältnisse, die mir damals untergekommen sind, über die Haftanstalt und über die psychiatrische Anstalt Pfafferode. Aber ich hatte das große Vergnügen, 1992 oder 1993 dann mal in meine Stasi-Akte reinschauen zu können. Die habe ich mir aushändigen lassen, kopiert. Und da fand ich das Original Gerichtsdokument über die zwei Gerichtsverhandlungen, bei denen ich in der ersten war das so verurteilt worden bin und bei der zweiten Gerichtsverhandlung dann mit Bewährung davon kam. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich müsste man um diese Gerichtsakten herum, um die Vernehmungsprotokolle und so weiter und so fort, um das mal zu dokumentieren, etwas schreiben. Was könnte das sein? Das müsste eigentlich eine längere Angelegenheit sein. Und so begann ich irgendwann frisch fröhlich mit dem Schreiben dieses Romans, die Schillergruft insofern als Titel, weil Schiller mit mir als Schillerkenner in die Gruft, in die Psychiatrie gekommen ist. Und der Witz war dann, als ich an dem Tag, an dem die Gerichtsverhandlung stattgefunden hatte, am Abend desselben Tages in der psychiatrischen Klinik Pfafferode landete, auf einen großen Schillerverehrer traf, der mich beurteilen sollte, ob der Kerl nun wahnsinnig sei oder eben nicht. Und also ich hatte bei diesem Herrn, bei diesem Diplompsychologen nichts auszustehen, aber er hat ein paar andere Personen, die ebenfalls wie ich dort inhaftiert waren, das war ja eine Zelle, in der wir uns dort wiederfanden, über die Klinge springen lassen, wenn ich mich mal so salopp ausdrücken darf. Also ein kalter Typ. Ja, ein eiskalter Typ. Aber intelligent gebildet. Aber sehr intelligent und gebildet und nicht nur als Schiller-Kenner, sondern eben auch überhaupt sich mit Literatur auskennt und Philosophie und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine Menge von dem Kerl gelernt habe, aber wir unterhielten uns oft über Schiller und es gab auch kleine Wettbewerbe, wo er mich dann testete. Aber umgekehrt habe ich ihn dann auch getestet und ein paar Mal reingelegt. Nicht? Und, hast du den gemocht? Es war eine Mischung aus Sympathie und gleichzeitig Abneigung, weil ich ja wusste, was dort passiert oder passieren kann. Und ich war ja Mitglied, in Anführungszeichen, dieses Gefangenenkomitees, nicht? Und wir hatten alle eine ähnliche Vergangenheit wie ich oder ähnliche knastologische Angelegenheiten hinter uns gemacht, Fluchtversuche oder Aufmüpfigkeit gegenüber dem System in der DDR. Und wir fanden uns dort alle gemeinsam wieder. Aber ich wiederhole noch mal, es war interessant zu bemerken, für mich, mir tat er nichts. Mir tat er nichts. Sowas hat es eben auch gegeben. Ja. Also Vertreter der Macht, die ihre Macht auch ausspielten und sehen und fühlen ließen, aber die gleichzeitig dann irgendwann jemanden mal ins Herz geschlossen haben und denen eben nichts taten. Und du das hast war in diesem Falle ich.
Du hast ja auch gesagt, also als du die Ehrengabe der Schiller-Stiftung bekamst vor einigen Jahren, dass der, was du nach im Nachgang in Akten gelesen hast, hat, der hat dir ja dann ein Gutachten auch ausgestellt, ja, wo er dich als sozusagen für die Gesellschaft geeignete Persönlichkeit hingestellt hat, der also nicht auf ewig weggesperrt gehört. Ja, ja, sicher. Das war noch interessant, dass ich diese Originalakte in meiner Stasi-Akte wiederfand. Also die Originalakte von diesem Diplompsychologen. Praktisch die Krankenakte. Praktisch die Krankenakte, die dem Gericht vorlag und zur Begutachtung dann meiner Person dort eingereicht worden war. Und da war ich wirklich schlagartig ernüchtert, aber im guten Sinne. Ich hatte mir eine Flasche Wein gekauft, das weiß ich noch, um diese Akte zu lesen. Entkorke die Flasche Wein, gieß den Wein ein und dachte, jetzt geht's los. Und jetzt wirst du mal richtig aufgeklärt, was dieser Mann eigentlich so mit dir insgeheim. Ich habe die Akte ja nicht gekannt. Hm. Das Schreiben von ihm über mich war mir unbekannt. Was dieser Mann eigentlich so mit dir vorgehabt hatte und so weiter. Und es ist aber so gewesen, dass ich jeden zweiten, dritten Satz kommentieren musste mit Bleistiftanmerkung, danke. Tatsächlich? Danke. Danke. Ich bin heute noch gerührt darüber, weil wir haben uns ja harte Gespräche geliefert. Ich war ja nicht der Unpolitischste damals. Und es ging manchmal so hoch her, dass er fast schreiend rausgerannt wäre über meine politische Meinung, über die Verhältnisse in der DDR oder über die Diktaturen insgesamt und so weiter. Und da ist man ja mit Schiller immer an, wenn man Schiller kennt, immer gut unterstützt und so weiter. Schiller war mein großer Ratgeber. Aber er war ja auch Schillerfreund, er kannte das auch alles. Er konnte also sich nicht so vehement gegen mich verwahren, weil er doch eben auch Schillerfreund war und das auch wusste. Das heißt, das wirkt. Das wirkt. Natürlich, es hat auch in ihn hineingewirkt. Und ich hatte manchmal so den Eindruck, dass er sich in mir widerspiegelte. Mhm. Er war bloß auf der völlig anderen Seite angekommen. Nicht? Und so ein bisschen ließ er durchleuchten, dass er das, was ich da getan hatte, also diesen Fluchtversuch, diesen gescheiterten, vielleicht auch unternommen hätte. Sehr verrückt. Wenn er einen guten Tag erwischt hätte. Nicht? Und jedenfalls, dieses Gutachten beinhaltete also nicht nur mal meine Lebensgeschichte und diese Krankengeschichte, die auf nichts hinauslief. Ich hatte nichts. So, das hat er auch in der Akte kundgetan. Und er hat auch alles Politische rausgenommen. Es war nichts von den Diskussionen zu merken, die wir geführt hatten. Er hat geschrieben, der Mann ist Hochspringer, weil ich eben diesen Hochsprungrekord hatte. Nicht? Und der bewegt sich gern. Also so hat er argumentiert. Es kann durchaus sein, dass er auf Wanderschaft war und sich verlaufen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Vertreter des Systems schreibt so etwas und das liegt dann dem Gericht vor. Nicht? Und er ist Schachspieler, er kann gleichzeitig sehr ruhig sein, er kann nachdenken, er ist philosophisch begabt, er liest gern Schiller. Und dann immer, Schiller ist eben auch nicht der Schlechteste, der ist ja einer unserer Klassiker und so weiter. Wie kann einer ein schlechter Mensch sein, der Schiller verehrt? So, nach dem Motto. Nachdem sie dich verurteilt haben, hätten sie den ja eigentlich auch gleich einsperren müssen. Doch. Schiller hätten sie auch einsperren. Diesen Diplompsychologen. Genau. Alle. Ja, natürlich, auf die Idee sind die nicht gekommen. Ja. Hast du denn eigentlich, als der Roman erschienen war, mal in Pfafferode oder in Mühlhausen, was ja dicht dabei liegt, mal eine Lesung gemacht? Ich habe mal eine Lesung gemacht. Und zwar gibt es in Mühlhausen eine Kirche, die umfunktioniert worden ist als Bibliothek. Die existiert heute noch. Da fand diese Lesung statt, aus der Schillergruft. Und als ich da reinkam, war sofort zu bemerken, dass ich das Kirchenschiff nicht nur durch den Mittelgang teilte, sondern dass auf der linken Seite die damals noch dort in der psychiatrischen Klinik arbeitenden Psychiater und Schwestern und Ärzte befanden und auf der anderen Seite die ehemaligen Insassen. Nicht, das war nach dem ersten Satz zu bemerken. Ich hatte noch nicht mal 3-4 Sätze vorgelesen aus der Schillergruft. Da brüllte die linke Seite: Lügner, das stimmt nicht. So sind wir nie vorgegangen, wir. Und auf der anderen Seite die ehemaligen, die sich dort auch versammelt haben. Doch, das stimmt, das haben wir genauso erlebt. Das war zum Schluss wie beim Tennis.
ich brauchte gar nichts mehr erzählen oder vorlesen. Es ging immer hin und guckst du mal von links linke, nach rechts. Die linke Seite brüllte der rechten Seite etwas entgegen. Also nicht politisch gemeint, sondern einfach nur so die beiden Lager. Und die rechte Seite versuchte die Ärzteschaft und die jetzt oder damals noch dort Arbeitenden zu überzeugen, dass das eben doch so gewesen sei. Gell? Und meine Frage an den einen Arzt war, wissen Sie denn überhaupt, dass es dort eine Zelle gegeben hat, mit Gittern davor? Nicht nur, weil die Leute verrückt waren, sondern weil es Inhaftierte waren, Gefängnisinsassen und so weiter und so fort. Davon ist mir gar nichts bekannt, hieß es. So, die haben noch nicht mal gewusst, wo sie gearbeitet haben, nicht? Wirklich nicht oder wollten nicht? Oder wollten es vielleicht nicht wissen. Zum Schluss ging einer raus, ich weiß gar nicht, ob der zu der Ärzteschaft gehört hatte oder zu den Gegnern, drehte sich rum bei immer noch vollem Kirchenschiff und brüllte in meine Richtung nach vorn, sagen Sie nur ein Wort, stimmt das, was Sie hier vorgelesen haben? Und dann brüllte ich zurück, damit er das versteht. Ja, natürlich, das stimmt. Jürgen, ich erinnere mich, wie du das Kapitel Schocktherapie, das ist nicht namentlich überschrieben, aber es geht um selbige, aus der Schillergruft im Literaturhaus in Köln gelesen hast. Neben mir saß Jürgen Becker, der Schriftsteller, der gemeinsam mit dir gelesen hat. Der war völlig von den Socken, um es mal so zu sagen, und 200 Leute im Saal hielten den Atem an. Vielleicht liest du diese kurze Passage, die für mich zu den eindrucksvollsten des Romans gehört. Es gibt natürlich zahlreiche andere, etwa im Knast, wo es um die Schließer geht und so weiter. Aber vielleicht diese kurze Passage, dass die Hörer einen Eindruck bekommen. Ja, gerne. Das ist das Kapitel 21. Wie gesagt, ich befinde mich in der psychiatrischen Klinik und werde auf ein Bett geschnallt. Als mir an allen vier Enden festgeschnallt auf der riesigen Liege die Schläfen mit kleinen Schwämmen befeuchtet wurden, ahnte ich, was los war. Turban hatte mehrfach erzählt, wie das gemacht wird. Die hauen die Elektroden vor die Ohren und dann Gute Nacht, Marie. Ein viereckiger Weißkittel, noch nie gesehen, wollte links und rechts an meinem obersten Teil irgendwelche Drähte befestigen. Das heißt also Entlassung, sagte ich. Den Kopf hin und her werfen. So würde mein Mann das bezeichnen, sagte eine bekannte Stimme hinter mir, aber wir entlassen erst, wenn Frau Doktor unterschrieben hat. Entspannung wird jetzt gewünscht, junger Mann. Was wehren Sie sich denn so? Tut doch nur unnötig weh nachher. Der Weißkittel schaffte es, die Drähte unterm Pflaster zu stabilisieren. Sie haben den Nachteil, sagte er, ewig so auszuschauen wie ein Bürger, der schon mal was ausgefressen hat. Er war ein frisches Mitglied der Anstalt, das konnte man sehen, und wahrscheinlich wollte er mich bloß beruhigen. Aber das waren genau die Sätze, die bei mir das Gegenteil bewirkten. Ein zweiter, der Genosse, fuchtelte mit einer Pinzette, deren Schnabel Müll gepackt hatte, vor meiner Nase rum. Los, Lippen auseinanderholt, beißen Sie da ordentlich drauf. Nun machen Sie schon, kann mich keine Verzögerung leisten, mein Frühstück wartet. Ich verschmähte diese aseptische Praline und presste die Zahnreihen aufeinander, sodass er mir beidhändig den Kiefer bearbeiten musste. Schließlich schaffte er es. Und ich schaffte es, das Mullbündel wieder auszuspucken. Beim zweiten Mal hielt er mir dafür den Mund zu. Er kam ganz nah und keuchend heran. Eine standrechtliche Erschießung war nichts gegen seine fast sichtbare Fahne von gestern. Hätte ich nicht schon gelegen, wäre ich auf der Stelle umgefallen. Komm ruhig noch einen Zentimeter näher, dachte ich, und ich kotze dir deinen Bürstenschnitt wellig. Plötzlich riss er seine Hände hoch, das war das Letzte, was ich sah. Als ich wieder zu mir kam, ohne Klarheit, wirbelten Schwalben und Friedenstauben in mir, schwarze und weiße Punkte, groß wie Billardkugeln, schlugen innen gegen den Schädel, es blitzte. Die beiden Weißkittel hatten sich auf mich geworfen, wurden aber meiner kaum Herr. So wild zuckte alles. Ich glotzte in ein Augenpaar, das nie gerade ausgeblickt haben konnte. Er ist schon da, hallte die weibliche Stimme entsetzt von ganz weit weg. Kann nicht sein, hallte eine andere. Doch, das ist ein zäher Hund, er hat die Augen auf, ich hab's geahnt. Was nun? Runterdrücken, mach doch endlich die Knie flach, ihr Schlappschwänze, verdammt nochmal. Soll ich mich als Ärztin etwa auch noch über den Kerl werfen? Der Typ muss Hochspringer sein, hallte es. Grenzüberspringer. Ich zappelte und zerrte, wahrscheinlich hatte man meinen Hinterkopf mit zwei Backsteinen zertrümmert. Gleichzeitig geschlagen von rechts und links.
Zumindest wusste ich nun, wie Turban zu seinem Verband gekommen war. Es blitzte ununterbrochen, schlug in mir ein, brannte sofort lichterloh. Als der Schmerz mich auseinanderzureißen drohte, brüllte das letzte, noch nicht von ihm erreichte, um Hilfe. Schiller war sofort zur Stelle und brüllte mit. Nun hab ich, was mir längst gefehlt, beneide mich, Natur. An diesem Gedanken biss ich mich fest. In der Luft des Raumes schwebte der Tod in Form eines schweren russischen Parfüms. Mein Zittern ebbte ab. Eine Frau, die ich schon mal gesehen haben musste, lächelte mich schielend an. Es war kein aufrichtiges Lächeln und hatte gar keinen Platz, sich zu entfalten, aber es war immerhin ein Lächeln. Die Frau sagte zu mir, wir haben leider ein Zähnchen verloren, weil wir nicht ordentlich zubeißen wollten. Selber schuld. Sie zeigte es mir mit abgespreiztem kleinen Finger. Ich sah zu, wie sie ihre überlegene Intelligenz genoss. Dass sie meinen Zahn in den Fingern hielt, begriff ich erst später. Es gefällt mir nicht, sagte sie mit immer schmaler werdenden Lippen, wie wir uns auf dem Schockbett benehmen. Mir auch nicht, stöhnte ich. Sie denken nur an sich und Vögeln, einfach zu brutal. Ihre Verbalinjurien sind unangebracht, schnaufte sie wütend. Den längeren Atem haben wir noch immer nichts begriffen. Ich blinzelte müde, ein schwerer Teppich schwebte auf mich nieder. Machen Sie doch, was Sie wollen, wenn's Ihnen danach besser geht. Die Genosse geriet mir ins Visier, fragte nochmal von vorn, den Hund würde ich gern lautlos und zugedeckt rausschieben. Wissen möchtet ihr gern, zitierte ich mit klappernder Stimme und letzter Kraft, die geheime Struktur des Gebäudes, und ihr wählt den Moment, wenn es in Flammen gerät. Schafft mir diesen Schillerreimbolzen vom Hals, keifte die höhere Stimme. Zimmer 4, fragte der Genosse, da noch Röntgen? Nein, da wurde genug geröntgt, gleich in die 7. 7, was soll an da? Vermute, sie kommen von allein drauf. Der andere Weißkittel pfiff durch die Zähne, hartes Programm. Und beim ersten Muxer verabreichen Sie ihm sofort unseren lytischen Cocktail. Nicht vergessen, bitte. Aber das können wir doch nicht machen. Ach was, Klaus, Sie haben gesehen, was da alles übersteht. Die Freunde meines Mannes sind hart im Nehmen. Also je eine Ampulle Protazine, Propafenin, in dieser Reihenfolge. Wir wollen ihm seine Reise etwas versüßen. Frau Doktor, es tut mir leid, für diesen Cocktail gibt's keinerlei Begründung. Sie sollen nicht dauernd widersprechen, die hohe Stimme tirillierte. Das ist eine ärztliche Anweisung. Trotzdem, ich weigere mich, ich kann das mit meinem Gewissen, das Gottlob auch hier noch nicht abhanden gekommen ist, nicht vereinbaren. Schon gut, mischte sich der Genosse ein, unser junger neuer Kollege hat gegenüber diesem Pack noch Hemmung. Das wird sich legen, hoffentlich, ich mach das. Ausgezeichnet, sagte die hohe Stimme sich entfernend. Klaus, das hat ein Nachspiel, wir sprechen uns später, 14 Uhr in meinem Zimmer, pünktlich. Ich spürte, die Augen geschlossen, wie sie die Ledergurte von meinen Hand- und Fußgelenken lösten, den straffen, breiten Brustgurt mit der schmerzenden Schnalle lockerten, die Radbefestigung wegklappten und den Schockwagen, der wie ein Dampfer schaukelte, langsam in Fahrt brachten. Mir war alles egal. Mach hin, du Samariter, will endlich frühstücken, hörte ich noch. Dann hatte der Teppich mich rundum eingehüllt. Der Dampfer verließ den nebligen Hafen, tutete dreimal und stampfte dem offenen Meer entgegen. England, dachte ich, endlich, Mr. Jones erwartet dich. Jürgen K. Holtenreich hat gerade ein Stück aus der Schillergruft gelesen, diesem wirklich großartigen Roman. Ja, man ist erstmal ein bisschen geplättet. Ich will jetzt vielleicht etwas unpassenderweise, aber ich will es trotzdem sagen, man kann das Buch auch kaufen, nach wie vor. Es ist in zweiter Auflage erschienen. Jürgen Holtenreich, man fragt sich ja, wie kann man das eigentlich alles überleben? Aber du hast es überstanden, du hast eine Pferdenatur. Pferdenatur würde ich nicht sagen. Denn dann wäre ich eins von diesen müden Trabrennpferden, die hier in Weimar vor der Kutsche hängen. Das geht natürlich nicht. Aber ich habe das, wie man so schön sagt, abgearbeitet für mich. Und indem ich das aufgeschrieben habe, habe ich es für mich bewältigt. Und, aber es muss ja auch körperlich eine ganz schöne Herausforderung gewesen sein. Ne? Es ist eine schöne Herausforderung gewesen, also schön in Anführungszeichen. Aber ich habe im Nachhinein mehr gelitten als damals, als ich in der Klapsmühle war oder im Gefängnis war. Das ist ganz komisch, nicht? Ich hatte dieses,
ich darf das ruhig mal so sagen, Gott vertrauen, dass mir nichts passieren wird, mit Schiller an meiner Seite selbstverständlich. Nicht? Und es ist auch so gekommen, also bis auf diesen Umstand, dass ich hier nun auf dem Schockbett gelegen habe und das gerade noch mal so überleben konnte. Aber das, was mir angetan worden ist, das habe ich erst später begriffen, wie das wahrscheinlich in solchen Sachen immer ist. Nicht? Nur mit dem Umstand, dass ich eben darüber berichtet habe. Andere haben die Sprache verloren und haben nie darüber erzählt. Nicht? Und wir spielen jetzt Musik. Not dark yet. Es ist noch nicht ganz dunkel. Auch da gibt es zwei Zeilen, die auf Deutsch lauten: Jeder Nerv meines Körpers ist nackt und bloß. Ich weiß nicht mal mehr, wovor ich weglaufen wollte. Ja, ich bin nach wie vor begeistert. Es geht mir mit diesem Lied genauso wie mit dem vorangegangenen. Ich höre den Text übersetzt heute zum ersten Mal. Wir haben jetzt eine ganze Menge über die Zeit der Diktatur gehört. Wir könnten sicher noch 2 Stunden über die Schillergruft sprechen. Wir haben ja schon verschiedene Veranstaltungen gemacht. In der JVA Tonna zum Beispiel. Ich erinnere mich, wie einer über Schließer sprach, die du erwähnst. Und sie hätten auch solche hier. Wenn wir den Blick mal auf die unmittelbare Gegenwart richten, du hast ja auch außer deinen Prosatexten, deinem Roman und Erzählungen Gedichte geschrieben. Du hast aber Aphorismen geschrieben und schreibst die auch noch, wie du uns erzählt hast, gerade einen ganzen Band mit Gedichten. Und vielleicht können wir noch ganz kurz über das Schreiben über Literatur sprechen. Du hast 2015 das Buch veröffentlicht, auch bei A.B. Fischer, Venedig, eine literarische Zeitreise. 2016 das Bamberg des E.T.A. Hoffmann und 2019 Hölderlin, das halbe Leben, eine poetische Biografie. Vielleicht können wir ganz kurz, viel Zeit haben wir ja nicht mehr, und zum Schluss vielleicht nochmal eine Musik, ganz kurz etwas zu dem Hölderlin-Buch sagen. Es gibt ja viele Biografien und Bücher über Hölderlin. Was hat dich bewogen, eine ja sehr poetische Biografie über Hölderlin zu schreiben? Also meine Hölderlin-Begeisterung begann im Gefängnis damals. Ich habe also nicht nur Schiller gelesen, als ich den gesamten Schiller, übrigens auch die Dramen damals im Gefängnis gelesen hatte, guckte ich mich nach anderen Autoren um und stieß irgendwie, wie das eben so ist im Leben, auf Hölderlin. Nicht? Und das gab es im Gefängnis? Ja, sicher. Die größten Freiheitskämpfer gab es in der DDR, im Gefängnis. Das muss man sich mal vorstellen. Nicht? Das ist ja skurril oder pervers oder wie soll man das nennen? Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist wahrscheinlich immer so, dass im Zentrum einer Diktatur sich die Freiheit tummelt. Im Zentrum einer Diktatur tummelt sich die Freiheit, wenn auch nur hinter Gittern. Nicht? Und die Literatur war ja praktisch auch hinter Gittern. Sie war ja ebenfalls eingesperrt. Nicht? Ich bekam die Literatur hier hinter Gittern zugewiesen. Ist verrückt. Und geriet dann eben, wie gesagt, an Hölderlin und las dann irgendwie diesen berühmten Vers, der sowas von passend war für meine Verhältnisse: Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. An diesem Satz biss ich mich fest. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich so eine Art Gottvertrauen hatte. Dazu zählte dann eben auch dieser Satz von Hölderlin. Das war aber nicht religiös, oder? Ich bin religiös, es war zum Teil in einer gemäßigten Art Religiosität und so weiter. Also nicht jetzt in der pausenlosen Kirchgängerei und so weiter und so fort, sondern nach dem Motto, so wie Goethe über Gott dachte, so, es muss irgendetwas geben, was über uns ist, sonst werden wir größenwahnsinnig. So, was mir zum Teil bei Diktaturen immer mehr merkt. Die Diktaturen haben ja als erstes nichts anderes zu tun gehabt, als die Religion abzuschaffen. Das heißt, sie haben also in Wahrheit auch gegen die Religion gekämpft, weil sie wussten, das ist etwas, was über ihnen steht. Nicht? Eine Diktatur kann am nichts ertragen, was über ihr steht. Und insofern habe ich meine Religiosität empfunden. Und dann eben kam noch dieser berühmte Satz von Hölderlin dazu. Ne? Und und dann später trug der Verlag, die Edition A.B. Fischer, an mich den Gedanken heran, etwas über Hölderlin zu schreiben. Da hatte ich dann schon die Biografie
eines meiner ganz großen Lieblingsautoren, E.T.O. Hoffmann, zustande gebracht. Und man traute mir das zu. Ist ja nicht ganz einfach, über Hölderlin etwas zu sagen. Das ist übrigens der Dichter, über den es am meisten Sachliteratur zu finden gibt. Also auch in China beschäftigte man sich mit Hölderlin. Warum? Weil die Chinesen mögen ganz besonders Naturbetrachtungen, nicht? Und Hölderlinsche Naturbetrachtungen sind etwas außerordentlich Schönes, nicht? Also sie sind zeitgenössisch, wenn man das mal so sagen darf. Gute Literatur ist immer zeitgenössisch, auch wenn sie 1000 Jahre alt sein sollte, nicht? Und dann habe ich mich an diesen Hölderlin herangemacht, auch aus einem anderen Grunde, weil ich den Eindruck hatte, dass man ihm immer Unrecht getan hat. Man hat gezweifelt, ob er ungefähr 40 Jahre wahnsinnig geworden sei oder gewesen sei oder eben nicht. Und ich beweise in diesem Buch, dass er es war. Man kann nicht 40 Jahre den Wahnsinn spielen und noch nicht mal seiner Mutter durch Augenzwinkern zu verstehen geben, dass das nicht stimmt, dass das nur gespielt sei. Das war ja in der Nach-68er-Zeit im Westen ein großes Thema. Ja, ich weiß. Ja. Also es gibt ja berühmte Bücher, die das eben auch so postulieren, dass das eben eine Spielart des Lebens von ihm gewesen sei, sich zurückzuziehen und den Wahnsinn vorzutäuschen, aber... Er ist es gewesen. Das ändert doch aber nichts an seiner Literatur. Jens Kirsten winkt uns. Ja, die Zeit ist leider schon fast zu Ende. Jetzt gerade, wo es richtig spannend wird. Wir könnten noch eine Stunde weitersprechen, aber die Sendezeit geht zu Ende. Ich sage ganz herzlichen Dank an Jürgen K. Hultenreich. Ich bedanke mich für dieses auch für mich interessante Gespräch mit meinen wunderbaren Gesprächspartnern. Wir können das ja gerne in einem Jahr oder wie auch immer fortsetzen mit anderen, mit neuen Themen. Jetzt spielen wir zum Abschluss noch einen Song von Stefan Kraftschick, den wir vielleicht nicht ganz ausspielen können.